Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde der Hermann und Thorsten hier bei The Witcher 3. Boah, ey, wir kämpfen uns hier immer noch weiter durch und in der letzten Folge haben wir echt mal einen Kampf gleich beim ersten Mal geschafft, ohne zu sterben. Also das war schon mal nicht so schlecht, das haben wir recht gut hinbekommen. Können wir das jetzt irgendwie kaputt machen? Box, zack, zack, reiß ein. Warte mal, ging das nicht hier... jetzt einschlagen. Konnte mir das... Ah, natürlich. Ach, bin ich blöd. Das hätten wir auch schon mit den anderen Wänden machen können. Da habe ich aber nie dran gedacht. So. Eine Fackel anmachen. Ey, weh, hier kommt jetzt ein Gegner. Ich will mich hier nur umgucken. In der Hoffnung, dass wir irgendwie eine Wasserflasche oder irgendwas anderes derartiges finden. Aber wir haben hier nur Kräuter gefunden. Yay. Naja. Okay. So, wir müssen dann da hoch. Können wir damit was machen? Badau. Interessant. Da sind einige Kisten. Hier in den Seiten nicht wirklich. Aber hier werden wir fündig. Olive. Können wir das essen? Zwergeschnaps, sehr gut. Kann die Olive wenigstens uns irgendwie ein bisschen retten? Yay! So, Lebensenergie ist erstmal aufgefüllt. Wo geht's jetzt hier hoch? Da? Na schön. Sehen wir uns die Nachricht an. Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem. Und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch, den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben Sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten Sie mehr Zeit gehabt, hätten Sie hier wohl alles dem Erdboden gleichgemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Der Elf hat Ciri vor irgendwelchen Hexen gewarnt. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Wird schon seine Gründe haben. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Kaira. Wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Kennst du diese Hexen? Du hast sie bisher nicht erwähnt. Warum nicht? Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Mhm, woher das wohl kommen mag? Es reißt sich zusammen. Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herren des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Hm. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber... In den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich.
Wo finde ich diese Hexen? Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine gute Nachtgeschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cirilla wiederfindest. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knappert an meinem Häuschen? Jo, warum sind wir hergekommen? Das ergab jetzt keinen Sinn. Okay, Inventar. Wir sollen den Wälzer lesen. Das hatte ich sowieso vor. Wo haben wir den denn? Hallo? Ah, na klar, natürlich mein Fehler. Questgegenstand. Lesen. Okay, Questgegenstände lesen wir natürlich durch. Herrinnen des Waldes, die Götter haben uns verlassen. Die Mächtigen dieser Erde kümmert unser Schicksal nicht. Nur die Herrinnen des Waldes wachen über Velen. In schlimmen Stunden, wenn Krankheit und Hunger uns plagen, müssen wir die Herrinnen um Hilfe anflehen. Wenn sie es für angemessen halten, erhören sie uns und mildern die Schläge des Schicksals. So erfleht man die Hilfe der Herrinnen. Finde ein Kind, jung und unschuldig, und bringe es in den Buckelsumpf. Suche das Heiligtum der Herrinnen. Dort beginnt der süße Pfad. Schicke das Kind auf diesen Pfad, auf dass es dem Naschwerk folge und zu den guten Herrinnen finde. Dem Kinde wird es nie wieder an irgendetwas mangeln, denn die Herrinnen sind freundlich und freigebig. Sprich dein Anliegen vor ihrem Schreiner aus. Die guten Herrinnen werden dich hören, wie sie alles hören und sehen, was in ihrem Reich geschieht. Wenn du das Opfer erbringst, wie es verlangt wird, so wird deine Bitte erhört. Ja, na klar. Setze deine Hexersinne ein, um den Schrein zu finden, der den Anfang des süßen Pfads markiert. Dafür müssen wir wahrscheinlich erstmal raus, verständlicherweise. Jetzt sind wir... Oba da, zu weit. Jetzt sind wir hier. Wo könnte das denn... Ach, es ist so schön groß alles. Aber wo könnte das denn sein? Hier in die Stadt müssen wir mal. Wo ist denn der Buckelsumpf, Buckelsumpf, Buckelsumpf? Wo ist denn der Buckelsumpf, Buckel, Buckelsumpf? Boot. Monsternest. Wo ist denn der Buckelsumpf? Hallo? Ah, vielleicht sollten wir auch erstmal rausgehen. Den finden wir dann schon. Aber wir schauen uns hier erstmal natürlich noch um. Das ältere Blut. Inventar. Für die es interessiert. Ich... mal ein bisschen schnell war. Also hier, zack, 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 zack. Könnt ihr gerne auf Pause drücken. Wenn ich das natürlich jetzt jedes einzelne Buch vorlese, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Von daher, drückt einfach Pause, wenn ihr es lesen wollt. Dann haben wir, glaube ich, alle was davon. Zwirn, Mondscherben, Nägel, sehr gut. Fell eines weißen Wolfes, Schemaskellige Gambeson. Handwerk, wir müssen dann echt, wenn wir hier raus sind, müssen wir einen Schmied aufsuchen. Hybridenöl, das ist gut. Damit können wir nicht interagieren. Das ist dann jedenfalls der Ausgang. So, was haben wir denn? Was ist das? Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Mysteriös. So. Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Klingt sinnvoll. Kerze. Truhe. Die Bärenlegende. Ach, was
gehe ich denn auf Alchemie? Die Bärenlegende enthält Zusatzinformationen. Bestariums-Eintrag hinzugefügt. Wer es lesen möchte, kann es lesen. Ich gehe in dem Fall zum Bestarium. Ach, Hunde der wilden Jagd gehören zu Konstrukte. Okay, das ist gut zu wissen. Verfluchte Wesen. Berserker. Iss deine Suppe, sonst kommt dich ein Berserker holen und verschluckt dich, ohne zu kauen. Okay. Ach du Scheiße, Fehlgeborene. Einen Fehlgeborenen hässlich zu nennen ist, als würde man Scheiße als nicht besonders lecker bezeichnen. Es ist keine Lüge, aber die ganze Wahrheit ist es auch nicht. Ah ja. Was haben wir hier liegen? Diese Notizen muss er selbst verbrannt haben. Die Jagd hätte sich die Mühe nicht gemacht. Also wusste er, dass sie nach ihm suchen. Zu Beginn war doch noch was. Pfeffer. Medriumerz. Nach der weißen Kälte. Bum, bum, bum. Die Asche sinkt hinunter an traumverlorenen Hügeln, vorbei an den funkelnden Wassern Tir Nalias, langsam, sanft, still, ins Vergessen. Wissende Lippen schwärzen sich, gefrorene Knochen erbeben, ehe das eingebannte Auge blinzelt, betrachte ich aus fernen Himmeln euren Niedergang. Eisenerz. Gut. Ah, hier ist noch eine Truhe. Was trollst denn dich? Dunkeleisenbarren. Sehr schön. So. Nicht. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Warum habe ich dies mitgebracht? Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Danke. Sehr schön. Wanderung im Dunkeln gehört doch zum aktuellen... Na, mach. Na egal. Interagieren. Einfach, nicht? Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Ja. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische, was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Gut, ich helfe. Sie hat uns so sehr geholfen. Also bitte. Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Vella Glan! Hier finden wir bestimmt etwas. Ja! Stufenaufstieg! Ja! Eieiei, so, wir sollten bei dem Grünen eigentlich sollten wir noch was gucken, weil wir haben ja schließlich dieses grüne Mutagen. Ja. Bei eigener Vergiftung über Null wird die Zeit automatisch verlangsamt. Was? Brauen. Erhöht den Überdosis-Schwellenwert von Tränken um 5%. Wirkungsdauer des Tranks plus 5%. Das machen wir doch mal. Fertigkeit erwerben. Ja. Wir brauchen immer noch einen Punkt. Jetzt können wir das hier aber erstmal nehmen. Zack, Vitalität plus 100. Jawohl, ja. Stufe 16. Auf Stufe 9.
Nein. So, was haben wir denn hier jetzt noch so? Erhöht die maximale Vitalität um 500. Jeder Teil leichter Rüstung erhöht den Schaden. Um 500! Hallo! Das ist natürlich ziemlich stark. Aber wir sollten hier vielleicht... Starker Angriff... Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalin... Aha, was haben wir jetzt hier? Die Zeichen. Explodierender Schild. Nächste Stufe, der Quenchschild stoßt Gegner zurück und bewirkt Schaden, wenn er zerbricht. Wir sollten aber lieber, anstatt die Vitalität zu machen, sollten wir hier echt ein Zeichen verbessern. Erhöht den Zeichen... Mach mal den explodierenden Schild noch besser. So, zum Schluss wäre dann stößt Gegner zurück und bewirkt Schaden mit Chance auf Niederschlag, wenn er zerbricht. Okay. Gut. Verbrauchte Punkte 2. Wäre das erstmal erledigt. Och, schön, endlich mal wieder einen Stufenaufstieg zu haben, ey. Das tut so gut. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Naja, als Rätsel würde ich die bisherigen jetzt nicht bezeichnen, aber kannst es natürlich gerne machen. Ist auf der anderen Seite. Wow! Die haben wir gleich. Viel fehlt nicht mehr. Kannst du mal die Fackel wegstecken? Dankeschön. Das ist der einzige Gegner hier. Wow. Ja. Ja, ist der einzige Gegner. Komm schon. Wo ist es? Da ist es. Und. Na? Noch einer? Nein. Irgendwas haben wir wohl falsch gemacht. Vella Glan! Die Seite? Und dann die Seite? Warte. Gerade ist was passiert. Bewegung. Hinter der Wand da. Hinter welcher Wand denn jetzt? Macht sie jetzt was oder soll ich jetzt was machen? Ah, okay. Ist sie kalt? Kann ich die jetzt untersuchen oder. Ja, wer macht die? Achso, da. Ja. Komm schon. Kann doch nicht so schwer sein, die einfach mal zu untersuchen. Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Versuchen wir, das Rätsel zu lösen. Wiederhol mal die Inschrift nochmal. Wiederholst du das Rätsel nochmal? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Ein Moment. Ich
Ich bin jetzt mal so frei und schreibe mir hier ein paar Notizen auf. In der Hoffnung, dass es mir irgendwas bringt. Na gut, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Nee. Okay. Das ist das treue Tier. Naja, zwei sind doch jetzt schon an. Ich dachte jetzt, wir müssen das erst in dem nächsten Roman. Der hat auch ein treues Tier. Das ist jetzt verwirrend. Kann ich das noch wieder entzünden? Versuchen wir es. Ich muss nur die Reihenfolge rausfinden. Vier Statuen. Alle sehen gleich aus. Ja, das war das erste. Der zweite. Und dann, der vierte ist ja nicht neben dem ersten. Also müssen wir jetzt hier den dritten. Da drüben jetzt den vierten. Tada! Es hat funktioniert. Jetzt habe ich mir die Notizen gemacht. Ich dachte, das wäre erst irgendwie zwei, drei Räume später oder so. Sieht aus wie ein Elfenheiligtum. Wessen Grab ist das? Was meinst du? Leider keine Inschrift. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber... Die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kreganan von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Das war keine Antwort auf unsere Frage. Notizen eines Wissenden. Ich weiß, die Folge geht gerade ein bisschen ruhig zu, aber es tut doch auch mal wieder gut nach den letzten Folgen. Ach, Pfeffer können wir essen. Ich dachte erst, das wäre... Sag schnell. Für die Alchemie. Gut, viel ist es nicht. Und da das jetzt hier lag, das interessiert mich jetzt gerade. Tag 3275, letzte Schlüsse bezüglich der Lampe. Meine Erfahrungen mit der Zauberlampe bestätigen zweifelsfrei, dass durch ihre Verwendung Kontakt mit aktiven Zentren kondensierter Geistesenergie hergestellt werden kann und eine Kommunikation der letzten Erinnerung des Wesens möglich ist. Die Geistesenergie, die von Lara Dorrens Überresten ermittelt wird, ist allerdings völlig inert. Und dies trotz der gewaltsamen Todesumstände, welche die gewünschte Tendenz doch hätten verstärken müssen. Lara bleibt still. An diesem Punkt erscheinen weitere Nachforschungen zur Lampen, die Kontakt mit den Toten ermöglichen, für meine Zwecke gänzlich unbrauchbar. Okay, gut. Müssen wir wenigstens, wofür jetzt diese Lampen gut sind. Dass die uns immer wegschubsen muss. Warte mal, hier rechts geht's auch lang. Kommen wir denn dahin? Ort der Macht. Magie. Ein Ort der Macht. Ach je. So, das ist schon mal gut. Wir haben einen Fertigkeitspunkt erhalten, aber das Geschrei da hinten, das stimmt mich nicht positiv. So. Was nehmen wir denn da jetzt mal? Jetzt sollten wir wirklich hier mal eine unserer Angriffe verstärken.
Es war die schwachen, die schnellen Angriffe. So, und dadurch, dass wir jetzt hier... Das ersetzen wir jetzt erstmal so durch Sonne und Sterne. Weil tagsüber, das bekommen wir hier gerade nicht mit. Das wird ein Golem sein, oder? Wollen wir da mal hinterschauen? Verdammt. Ach, da kommt er ja schon. Hallo. Moment. Hier hat ja noch niemand so wirklich Bock, irgendwie in den Kampf zu gehen. Konstruktöl. Damit rüsten wir einfach mal unser Silberschwert aus. Und bei dem Golem würde ich dann auch gerne die... Ah, das Schutzschild ist schon aus. Hallo? So. Nimm dies. Sie greift ihn an, aber will er überhaupt... Der steht da so in seiner Ecke. Na? Der Punkt ist der, solange der da hinten in der Ecke steht, komme ich nicht an ihn ran. Irgendwas muss jetzt... Ja, endlich. Wow! Wir müssen... Der hält ordentlich was aus, aber der ist gerade mal Stufe 6. So. Wir müssen trotzdem an seinen Rücken kommen. Das Problem ist, seine ganze Aufmerksamkeit gilt uns. Wow, 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 wow. Schutzschild wieder her. Na komm. Schutzschild wieder her und Angriff. Jetzt hat er sich schon umgedreht, der Sack. Zack. Wie wir da einfach gleich mal viel mehr Schaden zufügen. Geh ruhig nochmal. Immer schnell. Und zurück. Wow, 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 wow. Komm, wir hauen uns mal die Oliven rein. Ne, den Trank will ich nicht einsetzen, sorry. Dafür ist der mir zu kostbar. Ich das aus Versehen mache, hauen wir uns doch lieber ein bisschen Pfeffer in die Ohren. Jetzt, Angriff, jetzt genau. Dreh dich um. Nein, 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 nein. Bisschen Pfeffer. Das wirst du bereuen. Oh, ich brauche mein Schutzschild. Wir probieren es einfach mal. Na, nicht wirklich viel Schaden. Dass es jetzt sinnvoll war. Nicht schon wieder!
Jetzt können wir. Wow. Hinter. Angriff. Ausweichen. Kritischer Schaden. Sehr gut. Wow. Ach so. Erledigt. Das ist. Sie prügeln immer auf die ein. Und währenddessen ist nicht so viel Schaden. Aber zum Schluss macht sie dann dem immer so viel Schaden. Monsterspeichel, Monsterzahn, Monstergewebe. Interessant. Interessant, was wir doch hier alles bekommen. Hier. Die ganze Liste habe ich mir noch gar nicht alles angeguckt. Aber das wird natürlich zur Herstellung von Gegenständen. Also hier in dem Menü bringt es uns nicht viel. Da müssen wir dann schon bei der Alchemie links drüben gucken. Was haben wir jetzt hier? Ach, das Auge, genau. Und hier haben wir das weiße Wolfsfell. Jetzt können wir eigentlich nur gucken, Alchemie, ob sich hier irgendwie was ergeben hat. Aber anscheinend ja nicht. Hybridenöl könnte man wieder herstellen, aber das brauchen wir aktuell nicht. Gut. Schauen wir uns hier nochmal ganz fix um. Da haben wir zum Beispiel eine Truhe. Stahlblech. Okay. Finde einen Weg zur Oberfläche. Ja, das machen wir gleich. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Was haben wir hier? Silber, Pferdehaut, dorisches Schwert. Interessant. Pionierhose. Rostiges Nilfgaardisches Schwert, Eisenerz, Ren, Gesellenrüstungsreparaturset, sehr gut, Kronen. So, da gucken wir mal ganz fix, bevor ich das vergesse, nämlich. Haben wir jetzt hier das neu, aber das bringt uns natürlich nicht so wirklich viel. Die Yeti-Hose ist neu. Aufschlussresistenz ist höher, Rüstung wird erhöht. Elementarresistenz fällt zwar weg, aber dadurch Bohrungsschadenresistenz und Zerschmetterresistenz. Jo, die ziehen wir uns an. Zack. Ja. Sah die andere zwar ein bisschen geiler aus, aber hey, so what. Weiter geht's. Gut, aber wie gesagt, da ich gerade sehe, dass die Folge echt vorangeschritten ist, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Wir haben jetzt echt viel Zeit hier unten verbracht und es immer noch nicht rausgeschafft. Aber ich hoffe, dass wir das dann in der nächsten Folge endlich ändern können. Bedanke ich mich jedenfalls jetzt bei euch, dass ihr eingeschaltet habt und dann bis... Wir werden schon wieder weggeschubst, das macht sie gerne. Aber sie darf das, sie hat uns so sehr geholfen. Sie darf das. Wie gesagt, danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Witcher 3.